Hallo liebe Rising World Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde Alpha 0.5.2 mit dem Sanrillas. Hallo. Dem Henki. Hallo. Und nicht dem Pox. Hallo. Ah ne, ich bin Batman. I'm Batman. Genau. Ja. Gut, was haben wir denn heute vor? Ich glaube, der Sanrillas möchte ein bisschen an seiner Burg reparieren. Nee, meine Burg ist repariert. Wieder am Einrichten. Den Turm meine ich, oder? Ja, ist genau. Ich bin am Turm und bin aber schon am Einrichten. Okay. Der Troplay möchte jetzt hier ein bisschen weiterbauen an diesem Tunnel. Wie gesagt, meine ganzen Sachen sind weg, habe ich ja beim letzten Mal erwähnt. Und daher muss ich das Ganze jetzt alles nochmal neu machen. Und jetzt haben wir hier sogar echt noch einen Paralleltunnel. Und ja, der Pox ist hier sehr weit nach unten gegangen. Fand ich jetzt ein bisschen ärgerlich. Du hast aber mit leben müssen. Was ich noch ganz gerne so hätte, so als Block oder so, wäre Teppich. Ich bräuchte roten Teppich. Roten Teppich? Gibt es eigentlich Schafe? Ich frage mich, warum man an einer Sägebank bitte eine Vase herstellt. Aber egal. Das tut nichts zur Sache. Gibt aber ich hätte Schafe? Gern irgendwie was, was wie roter Teppich aussieht für meinen Turm und so. Ja, es gibt Schafe. Wieso? Wenn man dann da Wolle nehmen könnte und mit der Wolle halt Teppich. Ja, aber das gibt's noch nicht. Richtig. Und dann vielleicht noch Seide oder irgendwie sowas. Dann, ja, lieber Henki, diesen Vorschlag mal bitte dann in das Rising World Forum packen. Ja, schreibst du, liebe Entwickler, so und so habe ich mir das vorgestellt. Ja, man nimmt das Schaf, nimmt eine Schere. Oder eine Schermaschine. Die Frage wäre dann, wie bekommt man die Farbe hin? Die Farbe kannst du doch dann beispielsweise durch Blumen. Ja, okay. Durch Blumen kannst du sie färben. Zum Beispiel, ich glaube, wir haben gelbe und rote Blumen, haben wir? Blaue auch. Nein, ich habe weiß und gelb bei mir rumliegen. Okay. Aber wir haben blau gesehen. Okay, aber wir haben einen Kürbis, daraus könnte man ein Orange machen, ein schönes. Wir hätten grün für, ja, also Gras. Wir hätten Gras für grün. Ja. Wir hätten braun mit Erde, grau mit Stein. Was man machen könnte, wäre, okay, es wäre ein bisschen kannibalisch, ganz ehrlich, den Teppich aus Blut zu machen. Ja, aber. Das ist Blut. Was glaubst du wohl, wie früher die Leute Sachen gefärbt haben? Ja, ja, weiß ich aber, ne? Ich meine, das wäre so ein bisschen, ne? Ja. Erst das Schaf scheren und dann den eigenen Blut für sich haben. Ja, mag ja meinetwegen sein, aber ich finde es dann halt doch schon ein bisschen so. Es soll ja auch ein bisschen also nicht kinderfreundlich, ne, aber die Eltern sollten jedenfalls, falls sie sagen, oh, mein Kind, das spielt zu viel Minecraft, lass ich das mal Rising World spielen, sollten die Eltern wohl keine Bedenken haben, so von wegen, oh, mein Kind, der tötet erstmal ein Schaf, damit er dann daraus, aus dem Blut dann sich einen roten Teppich machen kann. Ja, natürlich, das kann man jetzt so. Ja, wir sind jetzt hier nicht bei Game of Thrones. Dann würden hier auch ganz andere Sachen abgehen. Ja. Ich glaube, da wird es nicht beim Schafe schlachten bleiben. So. Ich habe noch einiges davor. So, Leute, aber ihr dürft nicht vergessen. Wisst ihr, was morgen ist? Keine. Morgen ist Freitag. Und morgen ist der Quiz Friday. Wir wollen es ja mal ausprobieren. Wenn denn der Pox auch da ist. Wenn der Pox nicht da ist, dann werden wir halt die Fragen zu dritt machen. Och nein. Doch. Es ist viel lustiger, wenn Pox die Fragen kriegt. Das ist wohl richtig. Kennt sich ja so gut aus in allem. Ja, der Pox ist allwissend, müsst ihr verstehen. Ja. Niemand außer dem Pox weiß die Wahrheit. Hab ich mal gehört. Ich komme da nicht hoch. Sollte, glaube ich, reichen. Ich komm nicht hoch. Ich krieg hier nicht hoch. Ja. Wo ich nicht hochkomme. Ausbeulen. Hier in dem Tunnel. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe hier. Ich habe hier ein bisschen Unfug gemacht anscheinend. So, das muss ja jetzt aber gehen. Jawohl, jetzt komme ich wieder hoch. ja, hallo? Spring. Also in der Mine, wo ihr immer Stein abbaut, nicht wundern, wenn da auf einmal ein paar Steine rausschauen. Denn da baue ich nämlich von mir etwas. Ja, mach ruhig. Also wenn du in meine Spawn Protection reinkommen solltest, sagst du mir Bescheid, dann stelle ich das eben ein, dass du auch da dran darfst. Okay. Ist ungefähr unter Tro, glaube ich. Ja, das ist nicht meine Da, wo Tro immer Stein abbaut. Ach so. Ja, dann bist du schon unter meiner Höhle durch. Hä?
Okay. Okay, eigentlich nicht. Wenn der im Steinbruch ist, das ist hinter meiner Höhle von ihm aus gesehen. Ja, ich bin im Steinbruch. Ja, ich habe zwei Steinbrüche. Ich habe zwei. Ja, ich habe den aus dem Livestream. Bist du in der vorderen. Ja, klar. Okidoki, dann bist du in dem vorderen. Der ist fast unter meiner Mine. Ja, dann bist du in dem vorderen. Unter meiner Höhle. Ja, dann bist du in dem vorderen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, welchen. So. Also, du hattest gerade irgendwas gesagt von wegen, du hättest gerne rot, ne? Rot, 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 rot. Ja. Hier hätten wir Lehm, ne, Marmor. Du könntest ja so ein bisschen roten Marmor nehmen, das würde auch noch gut aussehen. Roter Stein. Ja. Ja, roter Stein ist doof, ich brauche ja Blöcke. Jetzt so Holz, Parkettboden, leicht rötlich, aber ich glaube, das ist auch nicht so das, was du haben möchtest. Nee, eher weniger. Holzplanken. Oh, das ist ein bisschen viel. Steinfliesen, nein. Asphalt, nee, das sieht total doof aus. Beton. Hä? Betonplatten. Wo bist du denn da durch? Achso. Das geht ja wirklich. Weißt du, wenn man jetzt beim Putz sagen könnte, hier komm, wir ändern da mal die Farbe, würde das ja schon reichen. Fliesen, ja, rot gemusterte. Ich hatte halt überlegt, weil es bei Kupfer, aber das ist halt alles so Metallplatten. Das ist alles so metallisch so, ne? Selbst bei Metall, da hättest du dann dieses rot-weiße, das sieht auch aus, als ob du, was weiß ich nicht, passt nicht so in eine ritterliche Burg. Das recycelte also Metall, da könntest du das oberste nehmen, aber es sieht dann auch zu rostig aus und die Ornamentfliesen, die wollen wir nicht drüber reden. Also wie gesagt, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen warten oder mir was anderes einfallen lassen, aber das kriege ich schon hin. So. Ich wollte jetzt hier, ich weiß gar nicht, sind das die? Ich baue die jetzt, da. Pflaster. Pflastersteine. Tada! Yippie! So, jetzt nochmal 10 weniger. Ich muss mich ja hier jetzt um den Bürgersteig kümmern, ja, weil die Leute haben sich ja jetzt hier schon beschwert. Der Bürgersteig, der geht da nicht weiter. Ja, ich mach ja schon. Ja, arbeite mal für dein Geld. Nee. Doch nicht du. 4, 5, 6, passt. Ein Lagerhaus ist fertig. Ey. Also fast. Glückwunsch. Er hat ein Lagerhaus fertig. Kann man Kiste neben Kiste stellen? Theoretisch. Okay. Okay. Das ist gut. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Verdammt, da unten ist noch eine Lücke, aber egal. So. What the? Fuck! Ja, ansonsten, habe ich mal so eine Frage an euch. Und zwar, es gibt ja wirklich, diverse Let's Player, die so extrem ragen. Und zwar in, ragen und dann mit diversen, Fuck, sage ich mal, ist ja noch harmlos, aber, Redest du von Allotrix? Weiß ich jetzt. Auf den war ich jetzt gar nicht bezogen, weil, ich wusste gar nicht, dass der das macht, weil mich der eigentlich bisher noch gar nicht interessiert hat. Ja, aber Allotrix macht das auch immer wieder. Also, ich würde sagen, am meisten geht er in Streams ab. Okay. Ja, was haltet ihr denn davon? Findet ihr es eigentlich noch, ich sag jetzt mal, lustig, amüsant oder sagt ihr dann selber auch, geht's noch? Also, ich bin jetzt, na klar, ich bin jetzt ein bisschen aus einer älteren Schiene, ne? Also von Freunden her, die lachen sich dabei ab, wenn er seinen Controller zerstört, zum Schrank geht, einen neuen holt. Also ich denke einfach mal, die meisten lachen darüber. Ja, ich frag ja gerade, was ihr denkt. Ich eben das eine. Also hast du keine eigene Meinung so von wegen darüber? Oder würdest du das auch mal gerne machen? Einfach so mal richtig abdrehen und hier, was weiß ich nicht, die wildesten... Hättest du mich in League of Legends damals erleben sollen. Ach, das waren noch Zeiten, ne? Früher, als ich noch League of Legends gespielt habe. Nein, aber damals, keine Ahnung. Mich hat das immer früher extrem aufgeregt. Also,
wie andere zum Beispiel spielen. Und ja. Oh mein Gott, wie andere spielen. Nein, nein, oh, das ist so schlimm. Ah. Ja, okay, so schlecht spielen. Oder irgendetwas machen, wo sowieso klar ist, der wird doch sterben oder irgendwie sowas. Oder wenn man deswegen verlieren würde, die machen das. Sagte derjenige, der meinte, er müsste pushen und deswegen verreckte, weil er mitten in 5 Helden reinrannte. Ja, aber das ist ein normales Spiel. Das, ach, das ist normal, interessiert doch keinen. Doch. Wenn man Ranglistenspiele spielt, das ist was anderes. Ja, aber im normalen Spiel, wir wollen ja den Leuten auch was zeigen. Ha, Henki? Ja, da wollen die Leute noch zeigen? Nee, da kann man nicht anders. Hallo? Da geht es um die Weltherrschaft. Da geht es um alles. Das ist Good Brain. Mein Pinky ist halt nicht da. Ja, ganz ruhig. Oh. Ist das teuer. Ich soll hier noch Holz, was ich nicht brauche. Antworten, was ich davon halte, ne? Genau. Also, du kennst mich ja schon ein bisschen länger. Ich bin ja auch eher der etwas gesetztere Let's Player. Gesetzt also, nennt man das? Ja, wie willst du das? Ich weiß halt nicht, wie ich sonst nennen soll. Aber du merkst ja, wie ich halt hin und wieder dann mal so auf Henki reagiere. Wenn er mich dann in Heroes so ein bisschen ärgert. Ja, aber das noch. Okay, das kann man verstehen. Da gibt es doch halt viel Schlimmeres. Das Höchste des Gutes. Also ich glaube, selbst wenn du mich Kaizo Mario spielen lässt, werde ich nicht weiter durchdrehen. Es gibt zwar so den Moment, wo ich dann einfach auf den Tisch haue, aber das ist dann wirklich das Allerhöchste der Gefühle. Aha. Okay. Also mich aus der Ruhe zu bringen ist machbar, aber schwer. Ja, okay. Und was hältst du jetzt von so welchen Let's Player? Meinst du, die wollen... Ich finde das, also ich persönlich schieb da dann eher doch so diesen Punkt so, ja, muss das jetzt ernsthaft sein? Musst du dich darüber aufregen oder so ein Kinderkram? Ich weiß, ich mag's nicht. Es gibt genügend Leute, die es mögen, aber für mich persönlich ist es nichts. Okay, gut, da sind wir jedenfalls einer Meinung. Also ich würde jetzt sagen, klar, Let's Plays, mal ein bisschen, sag ich mal, wütend werden oder so, das ist ja alles kein Problem, aber extrem, sag ich jetzt mal, hier dieses Ragen und dann wirklich diverse Ausdrücke benutzen, die nicht gerade, sag ich mal, ja, jugendfreundlich sind. Ist doof ausgerückt. Manchmal kommt es mir aber vor, dass sie das extra machen. Ja. Machen die auch. Wenn jemand so richtig, also so, keine Ahnung, in mehrere Gegner springen, also 3 Gegner oder 2 oder sowas und dann upragen, dass sie dadurch sterben. Ja. Sie machen es. Wenn man dazu sagen. Das ist ganz einfach zu erklären, das ist reine Psychologie. Und zwar hat der Mensch den meisten Spaß daran, wenn andere leiden. Deswegen ist auch sowas wie das Dschungelcamp unglaublich erfolgreich. So, und wenn du dich über etwas aufregst, dann leidest du ja im Endeffekt. Jedenfalls rein aus den Instinkten heraus. Vom Außen her leidet man, ja. So, und das heißt, die Leute haben natürlich das meiste Spaß daran, wenn du sowas machst, weil sie denken, ja, das fuckt den jetzt voll ab. Ah. Genau. Dschungelcamp, genau. Der Samrillas, der ist ja demnächst auch im Dschungelcamp zu sehen. Ja, natürlich. Ich bin die nächste Prüfung. Genau, ist die nächste Prüfung der Salamander, der dann da rumrennt, ne? Ha. Danke. Ja, was denn? Musst du meine Tarnung immer direkt verraten? Oh, sorry. Ja, es tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Ich gelobe Besserung. Na toll, das Lob pockt, glaube ich, schon seit einem Jahr. Eisig Box? Nein. Also. Oh, Client Error Accord. Cool. Ich merke gerade, ich habe genug Holz, nur ich sollte mal Sticks machen. Ah. Hast du in der Area Protection rumgespielt? Nein. Hm. Habe ich nicht, das passiert schon mal, damit der Server nicht überlastet wird. Ah ja. Ey, keine Authentifizierung möglich. Cool. Schön, ich darf mein komplettes Spiel neu starten. Wie lange ist noch? Authentifizierung? Eine Minute ungefähr. Weniger als eine Minute, also... Gut, dann bleibe ich jetzt einfach im Hauptscreen. Ich wollte es gerade sagen, dann bleib kurz im Hauptscreen. Wir sind ja eh jetzt gleich hier fertig, ne? Ich wollte nämlich eigentlich nur einen Baum fällen, aber der wollte mich nicht. War wahrscheinlich, ist wahrscheinlich aus der einen Protection raus in den anderen Bereich, wo du nicht darfst, ne? Nein, der war außerhalb der Protection. Aber darum geht's nicht. Ich habe in den Protections, okay, hab nur ich die Rechte. Ach so. Okay.
Ja, Leute, wie gesagt, ihr habt jetzt ein bisschen was über die unsere Eigenschaften gegenüber diversen Let's Playern erfahren. Ich meinte jetzt zwar nicht Elotrix, ich meinte diverse andere, ne? Und genau, es gibt genug, die einfach Wichser sagen. So, jetzt habt ihr es auch mal bei mir gehört. Und klingt scheiße, wenn Tro das macht. Genau. Das sagen aber auch total nicht authentisch. Unsere YouTuber, sag ich mal so. Da habe ich von anderen gehört, dass viele auch, also die da upragen, das nur machen, um da Views zu bekommen, damit Geld verdienen. Ja. Wir wollen unsere Let's Plays machen aus Spaß. So. Genau. Gut, und ich sage in dem Augenblick, ich bin euer Tro. Lasst einen Daumen nach oben da. Tschö, tschö. Ciao. Und habt noch einen feurigen Tag da draußen.